So, Nella, hallo und herzlich willkommen zurück zu Icarus. Ja, ich habe im Off jetzt alles repariert. Oder doch nicht? Ups. Ich habe da vielleicht doch eins vergessen oder so. Ja, so, jetzt habe ich aber alles. Gut. Unser Kleiner wächst kräftig. 65% schon gezähmt. Ist Sleepy, ja, dann leg dich doch. Genau. Genau so, Schätzchen. Einfach eine Runde pofen. Ah. Okay, er liegt zwar so halb durch den Boden gebackt, aber ihm geht's scheinbar dann doch gut jetzt. Geht's jetzt besser? Nee, ist sleepy. Ja, dann lass ihn pennen. So, ja. Wie schaut's hier aus? Ist noch nicht fertig. Alles klar. Ich habe im Off, ja, von dem Material, was wir hatten, habe ich so viel hergestellt, wie ging. Ah, jetzt geht's ihm gut. Und ja, dabei sind rausgekommen 5 von den Wänden und ein Spike. Guck mal, hier läuft doch schon wieder. Es ist doch nicht wahr. Frau Bella. Läuft doch schon wieder ein Wolf rum. Mann, Mann, Mann. So, dann können wir nämlich das nächste Mal eventuell mit dem Büffel schon zur Höhle. Obwohl, das wird dann halt auch, glaube ich, ein größerer Marsch, als wenn man es alleine macht. Und wir brauchen, ich mache mal noch 23. Oh nein. Oh, 23 Nägel. Kann ich denn hier repairen? Ja. Gut. So, dann repairen wir das einmal durch. Hier haben wir vom Wolf wieder was Fleisch. Ich habe die Fackel an, ne? Kann ich mir davon eine neue herstellen? Ja. Ich habe immer gerne eine Ersatzfackel bei der Hand, wisst ihr ja. Wo ist er jetzt? Ach, da. Er knuspelt draußen. Also, sie brauchen schon echt viel, ne? Ess mal nicht so viel. Mensch, Mensch, Mensch. So, das ist fertig, das ist fertig. Das packen wir hier wieder rein. Leder packen wir da rein. Wir brauchen halt auch wieder Seile. Es ist doch nicht wahr. Ich hoffe echt, die ändern das. Weil das macht absolut keinen Spaß so. Wie sollen wir denn zur Höhle gehen? Wenn wir wiederkommen, steht hier nichts mehr. Mal im Ernst jetzt. So, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie groß ist so eine Wand? Zu steil, kollidiert. Ernsthaft jetzt? Ich versuche nur, das Tier zu schützen.
Meine, sie sind ja Gott sei Dank relativ groß. Ach Gott. Okay, das hier finde ich aber jetzt nicht schlecht gemacht. Dass wir das hier so zumachen, dass wirklich rein das Tier geschützt ist. Sieht zwar jetzt so schön aus, aber besser wie nichts. Und wie sieht das aus? Ich wollte die halt. Oh, meine Nerven. Kann ich die mit X wieder aufnehmen? Wieso kann ich das nicht außen setzen? Ich habe die ersten doch andersrum gesetzt. Das verstehe ich nicht. Ich habe den doch so rumgesetzt. Wieso kann ich? Ach so, okay. Diese Balken müssen innen hin. Alles klar. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Aber an sich hat mir das jetzt schon mal. Er setzt es wieder falsch rum. Ja, jetzt ist das Wetter aber nicht mehr ganz so schlimm, seht ihr? Hätte es gerne so, dass hier auch kein Vieh hin kann. Aber einmal gedreht. So, dann nehmen wir das nächste. Und drehen das so. Jo, jetzt passt's. Was mit dem Winkel dann einstellen, finde ich ja nicht schlecht. Das finde ich okay. Das ist gut gemacht. Dass das erst snappt und nach dem Snappen macht man dann den Winkel. So. Diesmal ist auch nichts kaputt gegangen. Doch. Aber okay, nicht alles. Hier. Die sind auch wieder gut.
Die Frage ist halt, wo machen wir hier die Tür rein, dass wir zu unserem zu unserem Feld können. Am besten hinten. Obwohl da oben. Okay, es könnte hier nur ein Problem geben, weil, aber wir uns auch daran wehtun. Das müssen wir noch mal, das müssen wir noch mal überdenken, weil hier kann ich dann nicht lang. Aber okay, wir wissen jetzt das Prinzip. Dann schauen wir mal weiter. Müssen wir es vielleicht noch einmal neu setzen, aber dann sollten wir es ja haben. So. Ja, hier, das geht nicht. Da töte ich mich. Bring ich mich selbst um. Man muss ja auch erstmal gucken, wie das alles, wie groß das alles ist und. Aber okay. Das macht auf jeden Fall schon mal einen besseren Eindruck. Die Frage ist halt nur, wie lange hält es wirklich beim Bärenstand? Ne? Das ist halt die Frage. Aber an sich finde ich schon mal nicht schlecht. Oder wir machen es ganz nah an unseren Büffel ran. Natürlich auch eine Möglichkeit. Dass es wirklich ihn schützt und sonst nichts. Ach so, aber guck mal hier, das Grüne, beziehungsweise hier Today Forecast, das ist immer nur ein Tag, wo das Wetter halbwegs schön ist und dann gibt es wieder 2 Tage, wo es richtig bescheiden ist. Oder 1,5 Tage, wo es schöner ist. So, du bist jetzt langsam erwachsen, oder? Gezähmt. Von Nobody. Ich bin Nobody. Nennt mich Nobody. Hotels. Hotels finde ich eigentlich ganz schön. So, follow passive. Stay. Cool. Aber es geht, er hat tatsächlich gar nicht so viel gefressen. Was sind gerade die Sojabohnen weg? Alles klar. Okay, damit kann ich nicht leben. Kann doch nicht sein. Es war doch gerade. Ach so, du folgst mir jetzt. Okay. Hallo? Komm mal mit hier rein, aber zack, zack. Ich glaube, ich spinne. So. Hält. Wie schaut es hier aus, bevor das Wetter kommt? Okay, das Wetter scheint aber wirklich nichts mehr kaputt zu machen. Ich glaube, das eine habe ich eben noch vergessen gehabt, oder? Hoffen wir es mal. Nee, es kommt aber schon wieder starkes Wetter. Oh nee. Aber wohl nicht mehr ganz so stark, oder wie? So halb stark. Halb starkes Wetter. Also das finde ich echt ein bisschen übertrieben.
Weil das ganze Spiel dreht sich im Moment nur noch ums Wetter. Das ist unlustig. Machen wir die Fackeln an, sonst sieht man wieder nichts. Oh. Ich esse mich einmal durch den Kühlschrank. Pack mal da rein. Das packen wir da rein. So, Dille. Die setzen wir nach dem Wetter. Dann machen wir jetzt mal für unseren Tails. Obwohl ein Sattel oder diese Satteltaschen. Moment, habe ich das Zeug freigeschaltet? Das war hier nicht. Das war bei Rang 2. Wir haben diesmal auch nicht ein Level gemacht, ne? So, hier haben wir nur den normalen Sattel. Was, bei Rang 3? Ja. Advanced Textiles Bench. Also den Harness hätte ich auf jeden Fall schon gerne. Biokraftstoff, brauchen wir elektronische Geräte. Ich weiß noch nicht mal, wie man die herstellt. Die elektronischen Geräte. Ach, hier haben wir sie. Muss man auch dann lernen. Meine Punkte haben wir ja genug. Ist ja nicht so, dass wir die nicht haben. Biofuel konnte ich, glaube ich, schon herstellen. Wenn mich nicht alles täuscht. Sicher bin ich mir auch nicht. Ja doch, hier Biosprit, Biosprit-Komposter. Dann haben wir hier den Tiefbaubohrer. Für den haben wir jetzt die elektronischen Geräte noch gelernt. Epoxid, Stahl, Kupfer. Müssen wir Stahlfeuer herstellen. Dann lernen wir jetzt noch die. Die brauchen wir eh, weil wir haben dann hier bessere Klamotten, die wir irgendwann lernen können. Hier haben wir die Schrotflinte. Warte mal, ich lerne erstmal noch den Harness. Und hier haben wir die Munition. So, dann haben wir nämlich schon mal die Muni für unser... Für was? Was wird außer Kupfer, Epoxid? Schießpulver. Dann brauche ich noch Schießpulver. Wo schalten wir denn Schießpulver frei? Hier. Haben wir das auch? Schwefel, Holzkohle. Alles klar. Gut, dass ich die Kohle nicht weggeschmissen habe. Ich hatte bis jetzt, bis auf Medizin, noch keine große Verwendung dafür. Die Shields sind neu reingekommen, aber ich nutze keine Shields. Gut. So, dann sind wir ein Stück weiter. Nicht wahr, nicht? Was brauchen wir denn alles? Dann brauchen wir hier vorne den ganzen Kram. Bearbeitungsbank, Betonmischer, Betonhochofen. Ja, dann geht es langsam richtig rund, Leute. Ui, 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 ich bin gespannt. Oh, haben wir schon wieder, ne? Guckt mal da oben. Da hängt jetzt die Sonne im Sturm. Irgendwas ist da noch nicht ganz richtig mit dem Wetter. Ach so. So. Gut. Dann machen wir eben wohl erstmal doch nur einen normalen Sattel. Weil bis wir dieses komische Trageding machen können, dauert.
Aber ich denke mal, das Trageding ist mir lieber. Zwei Seile, 14 Leder. Ist mir lieber als dieser Karren, weil ich glaube, der Karren behindert einen schon sehr beim Berge hoch und runterlaufen. Das ist jetzt so mein Hintergrundgedanke. So. Ja, mein Sattel, jawollo. Dann hat unser Tails jetzt wenigstens einen Sattel. Er isst aber weniger. Das beruhigt mich schon mal. Dass die scheinbar jetzt doch durch dieses Leveln etwas weniger. So. Jetzt haben wir da nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze schon mal und er kann 300 Kilo tragen. Was ist er denn so wild? Ja, cool. Hilft er oder? Was war denn das jetzt für ein Zeichen? Cool. Dachte, man könnte vielleicht die Tür zumachen, während man auf ihm sitzt, aber nein, das funktioniert nicht. So. Ja, cool. Das ist mal nicht schlecht. So, jetzt hoffe ich nur, dass er auch durchs Wasser kommt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Erleichterung und er kann 300 Kilo tragen, ja? Also selbst jetzt schon können wir mit ihm wesentlich mehr aus der Höhle rausbugsieren. Schwimmen kann auch. Perfekt. Ist perfekt. Tails ist perfekt. Dann müssen wir nur noch den Zaun bauen, dass Tails besser geschützt ist, falls wir doch nicht da sind und da kommt ein Bär. Aber theoretisch. Wo war hier nicht eben auch ein Bär? Theoretisch ist es, glaube ich, auch am sinnvollsten, Tails jetzt immer irgendwo irgendwie mit hinzunehmen, überall. So, schaut mal. So. Guck mal, wir können sogar die Lampe anmachen, während wir auf ihm sitzen. Kommen erstmal wieder unsere Kumpel. Ups. Ich habe wieder vergessen, eine Kiste mitzunehmen. So, Tails, perfekt. Es kommt schon wieder Wetter. Hä, warum ist das Platinerz weggeklöppelt? Das kann ich doch noch gar nicht. Hä? Warum ist da Platinerz weggeklöppelt, was ich noch gar nicht. Mit meinen Materialien, also mit meiner Spitzhacke wegklöppeln kann?
Das Eisenerz, was ich letztes hier hab fallen lassen, ist weg. Aha, wir haben hier drin auch eine Ader. Kupferader. So, jetzt können wir aber mit Tails auf jeden Fall schon mal wesentlich mehr rausholen. Oh, wir haben 25 Minuten. Na ja, gut, aber entschuldigt bitte. Also einen Proberitt mit Tails mussten wir ja schon machen. So, guck mal, dann kann man nämlich das hier reinpacken und das hier reinpacken und das hier reinpacken. Warum habe ich das mitgenommen? So. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, ich klöppel hier noch ein bisschen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn vielleicht hoffentlich an dem Wetter wieder was geändert wurde. Ansonsten müssen wir mal gucken. Scheiße, hat mich erwischt. Was wir machen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.